Hey Leute und ja, willkommen zu einem neuen Animal Crossing Video, in welchem ich heute ein ja kleines Update geben möchte bezüglich der Vogelspinnen-Farming-Methode, welche ich euch vor über 2 Jahren, um genau zu sein, am 27.03.2020 in einem meiner ersten Videos vorgestellt habe. Was genau es da für Updates gibt, was sich an dieser Methode geändert hat und ob diese heute überhaupt noch funktioniert, erzähle ich euch gleich. Vorab möchte ich noch eben wie immer auf unseren Animal Crossing Discord Server aufmerksam machen. Auf diesem könnt ihr neben DIYs, Gyroids und Fossilien auch Bewohner miteinander traden und zudem eure Hausgestaltungen teilen. Also falls ihr Bock auf einen sehr aktiven Animal Crossing Discord Server habt, findet ihr den Link zum Discord entweder oben rechts oder in der Videobeschreibung. Zudem möchte ich noch eben auf meinen Twitch-Account hinweisen, auf welchem ich regelmäßig streame. Also falls ihr mich noch nicht auf Twitch folgen solltet, würde ich mich dort über einen Follow freuen. Wie bereits erwähnt, gehört das Vogelspinnen-Farming-Video zu den ersten Videos, die ich überhaupt auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen habe. Und tatsächlich bekomme ich bis heute noch regelmäßig neue Fragen unter dieses Video gestellt. Und ja, aus dem Grund habe ich mich dazu entschlossen, eine kleine Fortsetzung hochzuladen, um so die meisten Fragen mehr oder weniger zu beantworten. Aber was genau ist denn überhaupt diese Spinnen-Farming-Methode? Nun, grundsätzlich diente diese Farming-Methode dazu, in relativ kurzer Zeit viele Vogelspinnen zu fangen, um diese dann am Folgetag im Nux-Laden zu verkaufen. So hat man sich gerade als neuer Spieler, und das waren wir zu der damaligen Zeit alle, schon einige Sternis verdienen können, da man für die Vogelspinnen nun mal im Verkauf ganze 8000 Sternis pro Stück bekommt. Im Genauen funktionierte der Trick so, dass man mit Hilfe der Dodo Airline auf eine im besten Fall flache Insel geflogen ist und dort dann alle Blumen, Bäume sowie Unkraut entfernt hat, sodass quasi die ganze Insel in Anführungszeichen clean war. Anschließend musste man dann mit seinem Charakter nur ein wenig hin und her rennen und schon spawnte quasi im Minutentakt eine Vogelspinne nach der anderen, was daran lag, dass man durch das Entfernen der Bäume, Blumen und dem Unkraut andere potenzielle Insekten die Möglichkeit zum Spawnen genommen hat. An sich ein ja relativ simpler Trick, welcher by the way auch genauso gut zur damaligen Zeit mit den Skorpionen geklappt hat. Nun fanden die Entwickler jedoch diesen Trick nicht ganz so toll und entschließen sich auch relativ schnell gegen diesen Trick was zu unternehmen. Genauer gesagt wurde mit Hilfe eines Updates die Spawnrate der Vogelspinne und die des Skorpions auf den Meileninseln so verändert, dass das damalige Update diesen ja Farming-Trick quasi unwirksam gemacht hat. Also heute ist es leider nicht mehr möglich, über diesen Weg Vogelspinnen zu fangen, was natürlich gerade für neue Spieler, welche sich dadurch einige Sternis dazu verdienen wollten, schade ist. Wobei man dazu sagen muss, dass es mittlerweile in New Horizons auch sehr viele gute andere Möglichkeiten gibt, schnell an Sternis zu kommen. Aber wie schaut es denn heutzutage mit den Vogelspinnen und den Skorpionen aus? Gibt es mittlerweile vielleicht eine andere Möglichkeit, diese in großen Mengen zu fangen? Nun, tatsächlich gibt es weiterhin die Möglichkeit, je nach Jahreszeit sowohl Vogelspinnen als auch Skorpionen über die passende Meileninsel zu fangen. Um genau zu sein, geht es um die Vogelspinnen- bzw. Skorpioninsel, welche man mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% im Spiel anfliegen kann. Auf dieser ist die Spawnrate der jeweiligen Tiere nämlich deutlich erhöht, sodass wir hier theoretisch unendlich viele Vogelspinnen fangen können, bzw. so viel, bis unser Inventar voll ist. Leider ist das zumindest aktuell die einzigste Methode, Vogelspinnen und Skorpionen noch aktiv zu fangen bzw. zu farmen. Wie gesagt, wollte ich das in diesem Video nochmal kurz kompakt erklären, da ich unter meinem damaligen Video bis heute noch gefragt werde, warum der alte Trick nicht mehr so richtig funktioniert. Aber ja, soviel zum Spinnen- und Skorpionfarmen in New Horizons. Schreibt mir auch gerne in die Comments, ob ihr bereits mal auf einer Spinnen- oder Skorpioninsel gelandet seid. Ansonsten, ja, hoffe ich, euch hat mein kleines Update-Video bezüglich diesem Thema ein wenig geholfen oder eventuell sogar gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Kleiner Kanaleffekt noch am Rande. Aktuell haben 63,5% aller Leute, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch nicht abonniert. Daher würde ich mich gerade bei den Leuten über ein Abo umso mehr freuen. Und falls ihr bereits den Kanal abonniert habt und keine neuen Videos mehr verpassen möchtet, aktiviert gerne die Glocke, somit bekommt ihr immer direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Dann würde ich sagen, wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Macht's gut, bleibt gesund, bis dann und ciao.